Hallo und Weidmanns Heil, herzlich willkommen zur neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. Ich bin da an diesem Wochenende beim Ingo und wir haben hier schon eine ganze Menge gemacht. Wir haben auch gerade schon ganz viel vorbereitet, weil wir wollen heute nämlich Wursten. Und der Ingo, ihr habt es glaube ich in den letzten Folgen gesehen, der hat einen Wildkühlschrank bekommen. Und das verlinke ich euch gleich hier irgendwo hier oben, das Unboxing und den Aufbau dieses Kühlschranks. Und die Firma Landeck hat uns freundlicherweise einen Wurstfüller zur Verfügung gestellt. Und den wollen wir jetzt einfach mal gemeinsam mit euch auspacken. Und auch gleich direkt benutzen und leckere Wildbratwurst zaubern. So, kommt mal her, wir machen das mal auf. Also, was haben wir hier? Wir haben hier einmal Rezepte. Auch hier für die einzelnen Wildgewürzmischungen, die es bei Landeck zu kaufen gibt. Dann bekommt ihr hier oben direkt auf eine Tüte. Da habt ihr so ein kleines Starter-Kit drin. Also hier ist einmal eine Gewürzmischung für Wildbratwurst, die werden wir gleich direkt einmal ausprobieren. Und ein Päckchen Naturdarm für diese Wildbratwurst. Das legen wir mal beiseite. Das brauchen wir gleich. So, dann haben wir hier einmal eine Bedienungsanleitung, eine Kurbel und einmal den Verschluss für den Wurstfüller. Und hier haben wir die verschiedenen Füllspitzen. Die verschiedenen Fülltüllen, ja, für die einzelnen Wurstkaliber. Also, wenn ihr zum Beispiel einen feinen Seitling habt, dann könnt ihr diese hier nehmen. Wir werden, glaube ich, gleich diese hier brauchen. Und es gibt dann noch die Möglichkeit, zum Beispiel zur Herstellung von Chivapchichi, kann man diese hier nehmen. Und die ganz große, die braucht man dann zum Beispiel für die Herstellung von Rohwurst. Oder wenn man jetzt schnell Frikadellen abdrehen will und immer die gleiche Portion haben will oder Burger Patties herstellen will. Da ist diese hier super ideal. So, stecken wir auch mal zusammen. Jetzt machen wir das Ganze mal auf. Und da liegt ja drin der Wurstfüller. Ja, das Ding ist komplett aus Edelstahl. Und mit 5 Litern, wie ich finde, für unseren Gebrauch die optimale Größe. Und jetzt machen wir den einmal ein bisschen sauber und dann würde ich sagen, fangen wir an und testen den direkt mal mit der mitgelieferten Gewürzmischung. Und da wünschen wir euch ganz viel Spaß bei. Jetzt bauen wir das Ding einmal zusammen. Wichtig ist, dass ihr das vorher einmal richtig sauber macht. Ne? Schön mit Spüliwasser einmal richtig sauber machen, weil diese ja, beweglichen Teile hier und innen drin war das Ganze ein bisschen ölig. Auch hier diese Platte, ja, die wird hier erstmal als allererstes oben eingesetzt. Hier ist eine Dichtung, die kann man auch einfach entfernen, gibt es auch als Ersatzteil, kann man nachkaufen. Und hier ist so ein, ja im Prinzip so ein kleines Ventil, dass wenn man diese Platte in den Zylinder reinfährt, also in den Wurstfüller, dass eben überschüssige Luft entweichen kann. Da gibt es hier ein Gewinde, das kann ich einfach hier oben reinschrauben. So, und jetzt nehme ich meinen Wurstfüller, Behälter, der rastet hier oben ein. Und jetzt habe ich hier diese Schraube und nehme meine Fülltülle und schraube das Ganze hier fest. So, jetzt ist der Wurstfüller fertig zusammengebaut und jetzt einmal ein bisschen näher herkommen. Hier habt ihr für die Kurbel 2 Anschlüsse, einmal diesen oberen hier. Damit kann man den Wurstfüller bzw. den Stempel hier oben relativ schnell runterfahren und auch wieder rauf bewegen. Und dann gibt es hinterher zum Befüllen den etwas langsameren Gang, ja, damit ich eben schön gleichmäßig meine Wurst einfüllen kann in den Naturdarm oder ins Glas. Und ja, das finde ich ist eine super Sache. Und damit ich eben beim Anfang oder am Ende nicht so viel Zeit verliere, kann ich hier einmal schnell das Ganze umstöpseln und dann bewegt sich der Stempel entsprechend schnell rauf und runter. Wie gesagt, fast komplett aus Edelstahl. Der Stempel hier oben, das ist glaube ich Aluminium, ist aber auch nicht so schlimm. Und ja, wir testen das Ganze jetzt mal. Ganz wichtig, wenn ihr die Därme bekommt, hier in diesem Beutel, wo ist er jetzt? Da, ja, die sind gesalzen und die müssen einmal gewässert werden und das machen wir jetzt. Und dann geht es direkt schon los. Der Wurstfüller ist jetzt aufgebaut und jetzt haben wir hier, guck mal da rein, du kannst mal ruhig ein bisschen näher kommen, Ingo. Jetzt haben wir hier ein bisschen Wildfleisch, ein bisschen Hausschwein, das ist einmal
Schweinebauch, den wir klein geschnitten haben, und so ein bisschen Nackenspeck, ja, zum Wurst super gut geeignet. Und da haben wir insgesamt 6 Kilo, ja, mit der höheren Mathematik haben wir rausgefunden, dass dieser Beutel genau für 6 Kilo ungefähr reicht. Wir haben natürlich ein bisschen runden müssen, aber wenn ihr das nachrechnet, dann seht ihr das schon, das passt ungefähr. Wenn ich mein Ingo dabei habe. Das heißt hier, das passt ungefähr, es geht um 2 Gramm. Es geht um 2 Gramm, der Ingo hat das gesagt. Also wir haben 2 Gramm zu wenig, ne? Ja. Ja, also das ist aber ich denke, du hast nicht genau genug gewogen beim Fleisch. Das kann sein. So, das passt ungefähr von der Menge her. Und ja, jetzt mengen wir das Ganze einmal ein bisschen durch. Und jetzt wird das Ganze gleich einmal im Fleischwolf schön gewolft. Matthias, warum würzt du das vorher? Also ich würze das vorher, weil die Würzmischung aufgrund der Größe da schon mal gut für geeignet ist. Und es sollen natürlich keine Gewürznester entstehen. Wir haben ja schon mal hier Wurst zusammen gemacht. Und das Video verlinke ich euch hier an dieser Stelle gleich auch noch einmal. Wichtig ist, und dafür ist der Kühlschrank super gut geeignet, ja? Wenn ihr also einen guten Wildkühlschrank habt, dann kann man das Fleisch da so ein bisschen anfrieren. Und ihr seht das, das haben wir dann angefroren, einmal in ja, wolfgerechte Stücke geschnitten. Und das ist jetzt, wie gesagt, noch leicht angefroren. Und das sorgt dafür, dass die Verarbeitungstemperatur die ganze Zeit möglichst kühl ist, damit eben man sich nicht hinter den Magen verdirbt, wenn dann diese Rohwurst dann abgefüllt wird, ne? Beziehungsweise in den Darm kommt, dann habe ich halt immer eine schöne, hygienische, optimale Temperatur. So, wenn das jetzt durchgemengt ist, dann machen wir den Wolf an. Und dann geht das Ganze einmal in den Wolf rein. Und wenn ihr da gut vorgearbeitet habt und eben diese Stücke vorportioniert habt, dann ist das auch relativ wenig Arbeit, weil man kann dann schön immer nachstopfen. Ja, und das wird dann gleich geknetet. Und dann kommt das in den Darm. Das Ganze wird jetzt einmal ordentlich durchgeknetet. Und dann würde ich sagen, kommt das ohne Luftblasen in den Wurstfüller rein. Dann können wir auch losstarten. Was jetzt ganz wichtig ist, ist einmal, ich habe gerade den Tipp gehört, die Wursthülle ein bisschen einölen. Das haben wir jetzt hier gemacht, dann flutscht das noch ein bisschen besser. Den Darm haben wir, wie gesagt, vorher gewässert. Und die Arbeitsfläche hier vor uns, die haben wir auch ein bisschen nass gemacht, damit die Wurst da gleich gut zu liegen kommt. Im letzten Schritt müssen wir die Würstchen nur noch abdrehen und die Größe, da kann man halt einfach gucken, sollte halt eine ordentliche Bratwurst sein. Und wenn ihr ein kleines bisschen Luft drin habt, ist das auch nicht schlimm, weil die könnt ihr einfach hinten mit einer kleinen Nadel dann einmal einstechen und dann ja, ist die Luft da auch raus, aber das ist auch kein riesengroßes Drama. Da muss man einfach hinterher beim Füllen des Wurstfüllers ein bisschen besser stopfen. Sollte es vielleicht empfehlen, dass man jede zweite abdreht. Genau, wichtig ist, irgendwo hat mir gerade nur einen guten Tipp gegeben, man dreht einfach jede zweite ab. Dann kommt man auch nicht durcheinander. So, und wenn die jetzt nicht so aussehen wie beim Metzger aus der Theke, dann ist das überhaupt kein Drama, sondern ist da sozusagen ein Feature. Weil dann weiß jeder von euch, oder jeder, der diese Wurst irgendwie in die Hand bekommt, die ist selbst gemacht. Ja. Und letzter Schritt ist die Würstchen dann einfach einzeln aufschneiden. Und dann werden die gleich einfach noch vakuumiert. Ingo, schaffen wir denn heute noch eine Bratprobe? Muss. Die müssen wir auf jeden Fall probieren, ne? Ihr bekommt daraus ungefähr 53 Würstchen plus minus
Ein paar. Du hast ja auch ein paar Doppelwürstchen gemacht. Ja, wir haben auch noch ein paar größere. Also rund 50 bis 60 Würstchen kriegt man locker mit der Packung hin. Und jetzt machen wir gleich mal eine Bratprobe und gucken mal, wie die so schmecken. Also wir haben schon mal probiert, Ingo, ne? Ja, die Wurst ist hervorragend geworden. Die ist super geworden. Der Hafen ist, wir können gar nicht aufhören zu futtern. Genau. Locker fluffig. Schön würzig, nicht zu trocken. Top. Ja Leute, wir sind jetzt hier fertig und ihr seht, das ganze Werk ist vollbracht. Wir haben hier gepökelten Wildschinken, also den haben wir jetzt hier in die Beutel eingeschweißt. Der muss jetzt 2 Wochen im Kühlschrank liegen. Dann haben wir hier ein Reh serviert, das liegt hier. Dann haben wir ungefähr 300 Wildbratwürstchen gemacht. Und ja, das hat eine Menge Spaß gemacht und ich würde sagen, die waren auch lecker, Ingo, ne? Die waren sehr lecker. Die waren sehr lecker. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, einen freundlichen Kommentar, vielleicht sogar ein Abo. Macht's gut und weit mein Teil.